Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir müssen erstmal gucken hier. Also wir sind fast fertig mit dem Platzieren der Säulen auf dieser Seite. Haben da sehr viel Stümpfe hier, wie hier rausreißen müssen, damit wir auf der Seite weitermachen können. Und wir haben Dach und Leck. So, und ihr solltet mit dem Bauen eigentlich fertig sein, also können wir euch umverlegen zum Graben. Und am besten machen wir 7 zum Auffüllen und 8 zum Graben. Ja, hier müssen wir halt noch gucken, wie wir das am besten auffüllen. Ja, und es fängt schon an. Dass sie wieder Zeug in der Gegend rumwerfen. So, kann ich dich etwas verschieben? Ja, es sollte so passen. Passt. Wir haben hier ein Pitzelchen übersehen. Also hier die Ecke. Das heißt, wir führen erstmal am Rand und dann gehen wir hier die Lines rein und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Du läufst wieder auf der Stelle. Und du weißt nicht, was du tun sollst, habe ich das Gefühl. Wie wär's, wenn du einfach mal die Bretter wegpacken gehst? Ey, er hat's endlich begriffen. Sieht übrigens auch schön aus, wie da überall Bretter verteilt liegen. Also gehst du mal und bringst die Bretter richtig in Ordnung. Nein, leg ab. Einsammeln und ablegen. Dahin bitte. So. So, und wir haben langsam etwas Sicht und sehen, dass wir das hier wieder ein Stück verschieben könnten.
Mach ruhig so. Da kommen wir nämlich ein bisschen tiefer rein, Sus. Können auch irgendwann mal den letzten Baumstamm hier abholen und verarbeiten. Und ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, die alle zu micromanagen. Also lass ich es einfach. Wir haben nämlich hier so langsam das Gefühl, dass wir aus dem Berg hier noch mehr als genug Erde rauskriegen. Wow, da hat die Kamera gerade komische Sachen gemacht. Naja, ich glitsche hier irgendwie durch. Also ja, die sind sehr komisch beim Buddeln teilweise. Ja, bei euch scheint es zu klappen. Macht hier wieder seltsame Tetris-Muster zwischen den Holzpfählen. Du bleib mal kurz da. So. Gucken wir mal, was er damit macht. Hier sind sie noch fleißig beim Graben. Ja, ich glaube, es pendelt sich langsam ein bisschen ein. Wir haben ja noch über zwei Schichten hier an dem Steinbruch, wo wir dann hier weitermachen.
Und ja, so wie es aussieht, hat er daraus Holz gemacht. Sehr gut. Bin stolz auf dich, Rosalin. Kannst es wieder flätten gehen. Ah, nicht ganz. So, jetzt. So oder so ähnlich könnte man auch sicherlich eine richtig cool aussehende Palisade bauen. Also hier haben wir schon und hier ein Stück. Ich glaube, es wird langsam. Ja, die Sonne geht auf. Es wird wieder hell, Gott sei Dank. Das Micromanagen im Dunkeln ist hier ein bisschen doof. Und ja, es soll ja absichtlich dunkel sein. Ah, sehen wir gleich einen Sonnenaufgang? Da hakt die Sonne mal wieder. Da geht's hier auf. Da, hinter den Wolken. Da. Sehen wir sie wirklich nicht, weil die doofen Wolken im Weg sind. Ja, hier wird schön weggegraben. Da ist wieder was runtergefallen. Und da steht die Sonne schon ziemlich weit oben.
Neue Brickturns kriegen wir keine, also brauchen wir auf den Balken gar nicht mehr achten. Der Stein steigt wieder ein bisschen an. Können wir ja gleich schon wieder an den neuen Quarry planen. Ups, das war, glaube ich. Nein, das war okay, so von der Weite. Krieg ich noch ein bisschen in die Richtung? Ja, kann ich. Und ein Stück in die Richtung. Okay. Prioritäten. Genau. So will ich das haben. Aber die Treppe hier hin. Ja. Na, stimmt so nicht. Eins zu viel. Das will ich haben. Was auch immer ihr da für komische Sachen wieder treibt. Und ja, die Sonne steht jetzt hoch am Himmel.